kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, hier ist der Hans. Ich habe scheinbar ein Virus auf meinem Computer. Können Sie mir da bitte weiterhelfen? Ja, SwiftMarker ist einmalige Verbindung mit dem Computer, sodass ich die Probleme sehen kann und dann kann ich Ihnen besser vorschlagen, was Sie machen sollen, ja? Wie meinen Sie das? Sehen Sie auf die Tastatur, Ja. ganz unter links, es gibt eine Windows-Taste. Nee, ganz unten links, da steht STRG drauf. Dann haben Sie eine andere Tastatur als ich. Daneben STRG? Neben STRG, ja, da sind so vier Kästen drauf. Genau, das ist eine Windows-Taste, ja? Ach, das ist eine Windows-Taste. Na, das ist ja großartig. Da habe ich Für ja eckige heute schon Taste. mal was dazugelernt wieder, ne? Hören Sie mir, Sie müssen das viereckige Taste drücken mit Buchstabe R, R wie Rudolf-Taste, ja? Er wie Rudi Winkler? Ja. Na gut. Zusammendrücken und zusammen loslassen, ja? Ja, soll ich Sie auch drücken? Sie hören sich bedürftig an. Dann sehen Sie ganz unten links, es gibt eine kleine Fenster ausführen. Ja, Ja, da steht Notepad drinnen. nicht Notepad. Doch, das steht da drinnen. Okay, drücken Sie nochmal viereckige Taste mit Buchstabe R-Taste zusammen. Ja, das habe ich gemacht und da steht Notepad drinnen. Drücken Sie nochmal. Ändert sich doch Sie nicht. Ich kann es ja auch löschen, wenn sie das stört. Es gibt da sowas, falls sie das als Profi, nicht halt doch mal die Schnauze. Es gibt ja die Zurücktaste. Guck mal, ich habe es jetzt gelöscht. Jetzt kann man da was Neues reinschreiben. Bitte hören Sie mir einmal. Ah. Ja, Sie müssen viereckige Taste gedrückt halten und jetzt drücken Sie einmal Buchstabe R wie Rudolf und jetzt lassen Sie beide Tasten los. Ja. Verstehen Sie mir? Ja, jetzt ist der Kühlschrank aufgegangen. Gedrückt? Ja, das ist jetzt aufgegangen. Haben Sie ein neues Fenster bekommen, ganz unten links? Ja, neue Fenster haben wir erst gekriegt. Von Velux sind die, ne? Was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, ganz unten links? Sagen Sie mir. Ganz unten links ist das Windows-Symbol. Und daneben ist das Chrom-Symbol. Nicht Symbol. Haben Sie ein neues Fenster bekommen? Ja, da steht Oben Windows. Ausführen. Genau. Aber ich war mit dem Wo Dackel heute schon schreibe? zweimal Bitte draußen. schreiben Sie in der Leerzeile In, zweimal ja. H wie Heinrich. Zweimal. H wie Heinrich. Zweimal haha oder einmal haha. Zweimal H. Es Ja. ist HH. Haha. Also das A auch. A wie Anton? H wie Heinrich, mein Herr. Ja, und danach A wie Anton, ja? Nicht A, nur H. Ja, aber sie. Zweimal H. Zweimal H, ja, das habe ich jetzt geschrieben. Ja, dann drücken Sie einmal Leertaste. Ja, kann ich auch die Enten-Taste drücken? Nein. Na, Schade. jetzt drücken Sie einmal H. Nochmal? Genau. Ja, habe ich gemacht. Vorlesen Sie bitte, was haben Sie hier geschrieben? Haha, Leerzeichen H. Ohne A Genau, und ohne den Clown, den genau, Gedanklichen. genau, genau, genau. Dann klicken Sie auf OK. Wo ist denn die OK-Taste auf der Tastatur? Auf Ihrem Bildschirm. Oh, da bin ich aber ein Es bisschen. gibt, Ich habe keinen ja. Touch-Bildschirm, sowas habe ich gar nicht. Haben Sie eine Fenster heißt ausführen? Ja? Wo haben Sie HH geschrieben? Na, unten links in der, da steht Öffnen. Genau. Unten links
Es gibt eine Möglichkeit in. Okay, klicken Sie auf das. Ach so, die Auswahloption, da sagen Sie das doch gleich. Ausführen, klicken Sie auf Ausführen dann. Jetzt ist da ein neues Fenster gekommen. Ja, oben rechts. Na, machen Sie dieses Fenster groß, bitte. Ist hiermit passiert. Was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Also da steht, this page can't be displayed. Okay, bitte machen Sie diese Fenster groß. Ja, habe ich doch schon gemacht, als Sie das eben Ja? gesagt haben. Du bist ja genauso schwer von Begriff wie der Rainer und der Mima. Und was denn da los bei euch? Okay, dann sehen Sie ganz oben links in der Ecke, es gibt eine kleine gelbe Fragezeichen. Ja. Ja? Ja, drücken Sie gelbe Fragezeichen. Ja, habe ich gemacht. Sie bekommen verschiedene Optionen. Sagen Sie mir alles. Wiederherstellen und ausgegraut verschieben und Größe ändern, minimieren, ausgegraut maximieren, schließen und Info. Haben Sie eine Option von zu URL springen Ja, bekommen? aber warum fragen Ja, Sie das klicken. denn, wenn Sie das alles wissen? Ja, Wir können klicken, klicken. doch auch einfach Chrome aufmachen und die Adresse eingeben. Warum machen Sie das so umständlich? Was soll ich jetzt machen? Klicken Sie auf zu URL springen. Habe ich schon gemacht. Bekommen Sie eine neue Fenster in der Mitte? Ja. Ja, schreiben Sie bitte dreimal W, W wie Willi. Willy Wonka? Genau. Ja. Dann geben Sie einen Punkt. Ja. Dann schreiben Sie Support. Es ist S wie Sonntag. I'm very well aware how support is spelled, thank you. Okay. Ja, hab das hingeschrieben. Dann geben Sie einen Punkt. Ja. Then please write M and E. Auch gut, hab ich gemacht. Ja? Ja. Und jetzt, was soll ich jetzt mal? And Soll ich now auf tap. OK drücken? Genau. Ja. Da steht jetzt Support-Verbindung. Geben Sie Ihren sechsstelligen Code an. Ich Yes, habe yes, gar yes, yes, keinen. yes. Kriege ich den von Ihnen? Please wait. Please wait for a moment. I'll give you a code. Yeah, you have to write that. Just give me a moment. Also damals in der Volksschule, in der Josef-Stalin-Volksschule, da haben die zu uns immer gesagt, man muss anderen Kulturen offen sein. Und sich auch mal anpassen. Sind Sie noch da? Bitte warten Sie nur eine Minute. Der Code Ja? wird frisch generiert. Ne? Der ist frisch aus dem Codeofen. Aus der Rendermaschine. Einen Moment, ich gebe Ihnen einen Code. Ja, ich rede mit dem Warten Hasen. Sie Sie bitte. brauchen sich nicht angesprochen fühlen. Schreiben Sie bitte 4. Hallo? Ja, und weiter? Ja, haben Sie 4 geschrieben? Ja, ich habe 4 geschrieben. Ja, dann 7. Ja, aber das kann ich kann Fünf. nur 6 Buchstaben schreiben. Nicht Buchstaben, nur Nummer, Ach so, ja? nur die Zahlen, also 4, 7, 5. 5, 4. 4, 6. 6. 4. Und nochmal die 4. Und dann auf Genau. Download starten bestimmt, ne? Ja, richtig. Soll ich das ausführen oder runterladen? Ausführen bitte. Naja. Nochmal Ausführen. ausführen. Ja. Jawohl. Darf ich Dann Sie klicken Sie auf. ausführen? Ja, genau. Now, dann klicken Sie auf OK. Ja, habe ich schon gemacht. Da steht jetzt, Verbindung wird hergestellt. Geben Sie mir nur 2 Minuten, ja? Ich komme. Ja, also meine Zeit ist wertvoll. Ne? Ich werde ja noch beim Meerschweinchenkongress erwartet.
Hallo. Yes. Was dauert denn da so lange? Einen Moment bitte, geben Sie mir nur 2 Minuten. Warten Sie bitte. Das haben Sie vor 2 Minuten schon gesagt. Das ist ja nicht unterhaltsam für die Gäste. Jetzt klicken Sie auf, ja. So, jetzt bin ich mit Ihrem Computer verbunden und ich kann hier auch sehen, wie Sie sehen können, ja? Ja. So, außerdem kann ich auch Ihre Maus bewegen. Jetzt bewegen Sie Ihre Maus nicht. Wo ist denn mein Hintergrundbild hin? Haben Sie mein Hintergrundbild weggemacht? Einen Moment bitte. Oh, jetzt hat sie 7-mal Google aufgemacht. Mensch, es tut mir leid, bitte. Ja, mir auch. Wo ist der? Hallo. Ja. Was ist denn mit Ihnen los? Einen Moment, ich sehe. Ich fange gleich an zu singen, das muss ja unterhaltsam bleiben hier für die Zuhörer. Hallo? Hallo. Ja. Wer ist denn da? Ja, ich bin die Techniker. Ach, freut mich, Sie kennenzulernen. Können Sie mir Ich bitte helfe. weiterhelfen? Ja, ich helfe das. Das kostet Ihnen, das ist kostenpflichtig. Was machen Sie denn da? Ich mache nicht etwas, ich habe gesagt, wenn Sie wollen, dass Sie in Ordnung machen, das ist kostenpflichtig. Ja, was kostet das denn? Das kostet 500 Euro Na für gut, Sie. dann mal los. Beeil dich, ich muss Jawohl, zur Arbeit. ciao. Oh, bedauern. Was machst du denn? Hey, du Trottel. Hallo. Was tust denn du da, du Eunuchenkind? Benjot, der im Marketjot. Du Maderjot, Benjot. Ah, Indian Scammer, right? Hello? My friend, you're a big disgrace to our country, right? You're insulting the country, right? Benjot. Mother Benjot. Oh. Bad for you is only the karma, Benjot. You are a disgrace to our country, right? That's why the Pakistan people, they hate us, right? Because people like you, they make a bad decision for the country. Get some real work, brother. Okay? We have like trash sorting factory in Bangalore. I can give you a job if you stop doing that, okay? It's not nice what you do. It's a serious job offer. You can sort the trash by the weight, by the color, by the material. You can do like 20 rupee a day. Okay, motherfucker.